Leute, was geht ab, Leute, um hier? Die Nachbarn von oben sind gerade gekommen. Es gab zum ersten Mal Probleme. Ich habe zu laut Musik gehört. Kapital Bra und Samra, Delilin. Der Song ballert momentan anders hat. Seit gestern mir reingezogen. Und ja, die Nachbarn von oben haben sich zum ersten Mal gemeldet. Ich dachte, das wird wegen Primetime irgendwann mal passieren. Weil das geht echt bis spät in die Nacht, 1, 2, 3, 4 Uhr morgens. Jetzt sind sie wegen ein bisschen Musik gekommen. Und ja, kein Problem, ich habe gesagt, oh sorry. Aber hätte man noch netter ausdrücken können. Also, er ist so runtergekommen. Der Ton hat mir nicht gefallen, was er gesagt hat, hat mir nicht gefallen. Und ist ja das allererste Mal, dass wir deswegen irgendwie jetzt Kontakt hatten. Ist nicht so, als würde er schon zum 20. Mal das sagen und ich hör nicht auf ihn oder so. Deswegen vom Tonfall her, aber egal. Geht gleich los. Das Geschenk wird heute vergeben und dann gibt es heute eine kleine Kunstausstellung, wo wir vorbeischauen. Van Gogh. Und hoffentlich auch was Saftiges zu essen für euch. Leute, das ist kein Bild, das ist 3D. Du läufst einfach in mein Bild, oder? Achso, ja, so seht ihr es. Das war kein Bild. Krass, Leute. Richtig Anime-Intro-Style. Und jetzt ist so wie bei Tokyo Ghoul die Stimme kommt. Ich esse alles. Ich muss mal gucken, wie viel wir gerade haben. Ja, guck mal. Wir gönnen uns noch Hotpot, Leute. Ausstellung war mega, kann ich echt empfehlen. Sehr modern, kann man echt eigentlich für jeden Künstler anwenden, weil das ist auch was, was dann junge Generationen anspricht. Das ist nicht so langweilig, das war echt eigentlich schon wie ein Film, so gut animiert, Story, so Lebensgeschichte, der ganze Werdegang und so, echt mega. Kann ich echt. Also ich schau mal, ob es sowas noch mehr gibt oder wer das veranstaltet hat. Wer in München wohnt, kann ich echt empfehlen. Oder? Mir wurde nicht zugehört. Oh, ja.
ganz vertieft in Essen. Ja, ja. Empfehlenswert, oder? Mega. Mega. Und jetzt schwimmt ihr? Jetzt schwimmt ihr, ja. Das machen viele, ja. So Kamera probieren und dann mich filmen. Ah, die hat einen Putz. Doch. Also Leute, normalerweise bin ich für mich wieder. Also Leute, normalerweise bin ich nicht am Handy, aber es kam gerade eine Nachricht rein von Cake, bisschen so News, und die haben geschrieben, saftige Rendite, als hätten die es irgendwie von uns geklaut, deswegen habe ich das markiert, eingeklingelt und dann in die Gruppen geschrieben, überall, dass die das Wort saftig verwendet haben. Copyright. Offiziell nicht. Boah, richtiger Asian-Tee, Mann. Null süß. Also kein Problem. I'm ready. Danke. Du fischst es dir dann raus, okay? Ja, ja, klar. Das ist ja selbstverständlich. Hätten wir nicht noch ein bisschen warten müssen, bis das noch ein bisschen heißer wird? Ja, ich hab gedacht, ich soll es reintun. Ach so, ja, ich dachte, du willst es reintun. Ich dachte, ja. Ich, oh mein Gott, wir waren noch gar nicht ready. So zu. Okay. Meine Zuschauer juckt das nicht. Okay. Oh yes. Das hat extra gekostet, Leute. Das hat extra gekostet, aber ihr wisst, bei uns läuft. Zweite Runde. Super saftig, Leute. Für euch nur appetitlich, aber super saftig. Ein Fleischbällchen, Leute. Not the Asian style. Ich hab's durchbohrt. Gönn dir das Rindbällchen. Saftig. Mir schmeckt's. Super, super, Leute. Tu alles rein. Die Zange, Leute. Richtig Kingler, Alter. Wir essen hier einfach Kingler. Alles gut, Boss. Passt alles, Boss. Also ich runter. Boss darf nicht so weiter runter. Aber dann sehe ich nichts mehr. Was geht, Leute? Es ist wieder viel in den letzten paar Tagen passiert und ich habe wieder einen Tag verpasst. Ich glaube, das ist das Outro für die Kunstausstellung von Van Gogh. Van Gogh, Hammer, richtig geil gemacht. Habe ich auch schon gesagt, glaube ich, im Video, dass wenn jeder Künstler sowas hätte, das würde echt gut ankommen, auch bei der jüngeren Generation und so. Super interessant, super cool gemacht. Und Hotpot, Hotpot geht immer, vor allem jetzt, wo es auf einmal kälter geworden ist. Puh, gönnt euch, Hotpot, Leute. Das war's von mir. Ihr wisst Bescheid, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram und Twitch. Investiert in Bitcoin, DeFi, Serious Business, Cashflow und ciao.